Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir. Heute werde ich euch zeigen, wie man sich bei Shakes and Fidgets registriert. Als erstes geht ihr ins Internet, gebt in Google Shakes and Fidgets ein. Dann geht ihr auf das erste Suchergebnis, das habe ich schon mal vorbereitet. Dann gibt es hier verschiedene Welten, Welt 1 bis 21. Wir gehen mal auf Welt 1. Wählen uns eine Klasse aus. Es gibt drei Klassen: Krieger, Magier, Jäger. Ich bin jetzt mal Jäger. So. Und dann tut man hier einfach sein Geschlecht auswählen. Ich bin jetzt mal männlich. Dann gibt es verschiedene Völker: Volk Menschen, Elfen, Zwerge, Gnome, Orks, Dunkelelfen, Goblins und Dämonen. Ich bin mal Dämonen. Halt, wie schon gesagt, Kundschafter, kann man sich hier noch die Augen alles gründlich bearbeiten oder auch einfach den Zufall überlassen. So, jetzt speichern wir einfach mal. Name nenne ich einfach mal YouTube123 und die E-Mail www.moorwald.com. Kennwort, das verrate ich euch nicht. AGB müsst ihr ankreuzen. Ist auch sehr kostenlos. E-Mail-Adresse wird zurückgewiesen. Und dann nehmen wir www.lolhausen@yahoo.de. So, jetzt haben wir uns hier registriert. Seht jetzt hier ein bisschen. Entschuldigung. So, hier ist jetzt unser Charakter mit einer Standardwaffe. Hier ist die Rüstung und hier noch so Attribute halt. Und hier kann man auch skillen für Gold. Und das war mein kleines Tutorial über Shakes and Fidgets. Ich hoffe, es hat euch gefallen.